So, meine lieben Freunde, nach einer ganz kurzen Trinkpause geht es jetzt weiter mit der Custom Story Better Place. Ja, wir waren jetzt gerade hier unten im Keller stehen geblieben. Diese Aufnahme läuft jetzt gleich nach der ersten. Und ich sehe ein halbes Schwein auf Toast. Om nom nom. Ich habe ja jetzt gar nicht so schlecht. So, was haben wir denn hier gepümpelt? Der Gang sieht nicht so freundlich aus. Und hier ist nix. Warum nicht? Mann, ja. Oh, da ist eine Brechstange. A Crowbar. Hier geht nicht auf. Aber halt! Lassen Sie bitte die Tür auf. Danke. Very freundlich. So. Oh, da ist nochmal Öl. Sonst ist da aber nix. So. Was haben wir hier? Ach, muss ich da so ein Gebräu zusammenmischen, wie in der Hauptstory? Oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg? Steht das nur so hier? Kann natürlich auch sein. Ne, da lag nix. Okay. Dankeschön. Automatische Türen, das sieht man nicht häufig. So, aber ich glaube, ich muss hier noch lang. Glaube ich jedenfalls. Wow! Gut! Was war das? Das war ein guter Schocker, also da habe ich mich jetzt wirklich erschrocken. Aber das ist gut. Warum geht das hier nicht weiter? Müssen wir dafür jetzt die Blechstange nehmen? Wie es aussieht, ja. Brechstange. Brechstange. Ich dachte, eigentlich könnte ich jetzt nochmal benutzen. Weil oben im Dings war ja auch noch eine Tür. Aber, wie es aussieht... Ist das wohl jetzt alles so, ja, gehört wohl alles dazu. Einmal Laudanum. Wie geht's uns eigentlich? Jetzt muss ich erstmal gucken. Einige Schnittwunden und blaue Flecken. Da können wir das ruhig mal nehmen. Und oh, geistiger Zustand ist glasklar. Das ist Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Sonst pömpelt er hier immer so rum wie ein Bekloppter, aber diesmal alles glasklar. Auch wenn ihm gerade fast eine Leiche hier an den Kopf gesprungen wäre. So, hier haben wir eine Leiter. Oh Gott, ob ich hier nochmal rausfinde, ist echt... What? Was? Ich wollte gerade sagen, dass ich hier nochmal rausfinde. Aber, Leute, ich laufe nicht, ne? Schön. Ja, ja, komm mal mit. Komm, wir gehen was trinken. Wie wär's mit dem Bier? Leute, ich weiß... Ups. Ja. Hi. Ja, komm mal mit. Alter, warum kann der jetzt laufen? So. Es hat mich gerade ein bisschen gewundert, dass der auf der einen Seite ganz normal gelaufen ist und auf der anderen Seite war er wieder dann richtig schnell. War ein bisschen komisch, aber okay. Och nö. Och nö. Habe ich die... Nein, die Brechstange habe ich natürlich nicht mehr. Das ist natürlich toll. Nein, da muss ich gar nicht hin. Da komme ich auch noch nicht hin. Also, ach hier, das war die Leiche, die geflogen kam. Ja, schön. So. Also, da kam man nicht rein, aber hier kam man rein. Sehr schön. So. Ich denke ja mal, das Monster ist jetzt weg. Dann können wir uns jetzt hier nochmal in aller Ruhe um die Küken. Und das mache ich jetzt. So, haben wir hier was? Da ist nix. Mann, du. Keiner gibt mir was. Mann. Also Kisten sind ja angro. Und Steine. Aber mit Steinen und Kisten kann ich hier nicht meine
Lampe befüllen und gedingsen und hin und her und ja. Und Wurstbrot. Das ist auch nix. What the fuck? Weinkeller. Vom normalen Keller geht's jetzt in Weinkeller. Das ist auch schön gesetzt. Oh, verdammt. Och nö, kein Wasser. Also ich bin ja mit allem zufrieden. Ich mache alles. Ich würde sogar mit dem Monster essen gehen, aber ich mag kein Wasser. Man kann mir wirklich alles vorsetzen. Aber kein Wasser. Haben wir hier was? Nö. Jetzt hätte man ja wenigstens mal hier unten in den Dings mal ein bisschen was reinsetzen können. Aber nö. Ich muss noch ein bisschen was sehen können. So. Jetzt haben wir da einmal eine Butze, wo wir reinlaufen können. So, gut. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Da ist noch ein weiterer Raum. Ich glaube, mir geht gleich. Als wenn ich es geahnt hätte, geht mir das Öl aus. So, was haben wir denn da drüben? Was? Was ist das? Ja, da kann ich jetzt also nichts dran dingsen. Okay. So, haben wir denn hier was drin? Ach du Scheiße, ist das jetzt so ein Rätselteil? Das ist ja gar nichts für mich. Ja, und Leute, ich mache gerne Sachen kaputt. Auch im Real Life. Das ist alles, gehört alles dazu. So, ich habe jetzt drei komische Knöpfe gedrückt. Ach, da ist auch noch einer. What the fuck? Muss das sein? Au, 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 au. Upsala. Herda. Dann ist das Monster ein bisschen laut. Oder, wurde hier schon mehr was umgestellt? Nö. Ich stelle jetzt mal den Sound auf 1 runter, weil das ist mir gerade ein bisschen zu laut. So. Ja. Was haben Sie für ein Problem? Nerven Sie jemanden anders. Ich denke mal, wir müssen jetzt. Oh, er spackt gerade ein bisschen rum. Wir laufen jetzt einfach. Wow, geschafft. Sehr schön. In den Hub. Wir gehen jetzt in den Hub. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber wir gehen jetzt in den Hub. Und laden. Der Ladebildschirm ist toll. So. Wo sind wir jetzt? Oh, ein Schrank. Das ist toll. Na, Schocker. Machen Sie bitte den Schrank auf. Nö. So, jetzt hätte ich mal gerne irgendwie was zum Werfen. Das passt. Warum wollte ich was zum Werfen haben, wenn das Ding auf ist? Oh ja. KLP, du solltest mal ein bisschen besser gucken. Ein weiterer Vernunfttrank, den nehmen wir natürlich mit. Und wenn wir nochmal intern ans Feuer gucken. Da liegt ja manchmal auch irgendwie ein Schlüssel drin. Aber da ist nichts. Gut. Was haben wir denn jetzt hier? Hier sind auch noch zwei weitere Türen. Und da ist noch eine weitere Tür. Was ist denn hier los? Großes Türenlabyrinth. Toll. Haben wir einen Schlüssel? Nö. Also, kehrt Marsch. Und dann gehen wir einmal bitte in den... Nein, hier links nach rechts gehen wir. Dankeschön. So.
Oh. Ein recht freundlicher Raum, wie ich das jetzt mal so sagen darf. Und in freundlichen Räumen, da tauchen meistens Monster auf. Das ist meine Meinung. So, aber... hier ist nothing. Aber pass auf, wenn ich jetzt einen Schlüssel aufnehme, garantiert ein Monster. Ich habe gesagt... ich hab's. Oh. Hi. Ich stehe im Monster drin. Beziehungsweise ich stand im Monster drin. Das ist auch schön. Ja. Alter, was ist das hier für eine Lauferei? Herrgott, ich sterbe. Ja, schön. Ich freue mich. So. Oh mein Gott, wie lang ist denn noch diese Custom Story? Also das nenne ich mal wirklich wunderbar, dass mal die Custom Stories ein bisschen länger sind, als wir jetzt nur ein, zwei Parts. Ich gucke es nochmal eben hier hinten. So, hier ist nix. Ich weiß es auch gar nicht, wann ich mit der Aufnahme wieder angefangen habe, aber ich glaube so 13 Minuten müssten es jetzt schon sein. Ey! Hä? What? Was hat mir da jetzt gerade wehgetan? Ich wollte dem Kerl nur den Kopf abnehmen. So, genau wie dem. Wer? Eine Wunde blutet ziemlich stark, nicht mehr lange. Einige Schnittwunden und blauen Flecke, das kann so bleiben. Wer hat mich da gerade angegriffen? Schön. Bluthogen! Nein. Nein, das habe ich nicht gesagt. So, haben wir hier hinten noch etwas? Nö. Und, ah, da ist ein Hebel. Was denn du? Du willst mir doch nicht erzählen, dass in diesem Raum ein Monster auftaucht. Wo ist denn da ein Monster? Hallo? Also ich sehe da nichts. Ja, was an der Augen. Ach, da im Brunnen. Ach, da hinten ist jetzt auch irgendwie ein Tor aufgegangen. Ich dachte jetzt eigentlich, ich muss da oben in die Tür. Aber ich glaube ja mal, das Monster, das guckt sich da so schön den Brunnen an und schlägt sich selber. Das ist toll. Ich versuche mich da mal vorbeizuschleichen. Wenn es nicht klappt, kann ich es nicht ändern. Dann sterbe ich eben wieder. Aber es sieht ganz gut aus. So, yo. That is wonderful. So, hier haben wir einen Altar. Was nun? Warum taucht die Monstermusik jetzt auf, aber... was zum Teufel? So, Oh, scheiße. Naja, gut. Es war ein Versuch wert.
Autsch. Ich versuch's da hinten noch zur Tür hin, aber ich glaube eher nicht, dass ich das schaffe. Lassen Sie mich in Ruhe, ich bin tot. Ich wollte gerade sagen, lassen Sie mich in Ruhe, ich bin Arzt, aber bin ich leider doch gestorben, verdammte Kacke. Aber naja. So, dann werde ich... Alter. Also derjenige, der die Custom Story gemacht hat, ich habe nichts dagegen, ein paar Wege zu laufen, aber man kann es auch übertreiben. So. Ich werde jetzt hier die Tür noch eben aufschließen. Vielleicht ist dahinter ja schon Schluss. Aber sieht... Oh Gott. Es sieht nicht so aus. Gut. Dann würde ich sagen, hier unten vor dem Gefängnispart mache ich jetzt einen kleinen Schnitt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid dann bei der nächsten Episode bzw. bei der nächsten Aufnahme von dieser Custom Story mit dabei. Und ja, damit sage ich dann nur tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!